Mein Name ist Umberto Sachser. Ich begrüße dich ganz, ganz herzlich. Heute ist das Thema Abschlusstechnik und eine ganz banale, einfache Frage, die sogenannte Wann-Frage. Es gibt in der Verkaufskybernetik ganz viele unterschiedliche Abschlusstechniken und die Wann-Frage, das ist einfach so eine geniale, einfache Technik. Das heißt, wenn du zum Beispiel Nutzen gesagt hast, sagst du am Schluss, es würde mich mal interessieren, ab wann hätten Sie das gern? Oder bis wann dürfen wir das liefern? Ja? Und diese Wann, was ist das Geniale? Du gehst schon mal davon aus, dass es braucht. Die Frage ist nur noch wann. Der Kunde überlegt nicht, soll ich es haben oder nicht haben, sondern wann soll ich es haben? Und gerade das ist so ein Punkt, wo auch das Zögern des Verkäufers überwindet. Weil oft am Schluss, wenn es um die Abschlussfrage geht, ja, dann frage ich jetzt nach dem Abschluss und so weiter. Ja, hätten Sie Interesse? Darf ich Ihnen das zeigen? Ja, wäre das interessant für Sie? Ja, ja, das sind alles so Fragen, wo das Zögern rüberkommt. Und in dieser Abschlussphase gibt es nichts Schlimmeres, als zögerlich zu sein, weil der Kunde wägt ja eh schon ab, soll ich es machen, soll ich es nicht machen. Er ist da in einem Prozess des Zögerns. Und wenn du als Verkäufer auch da eine Frage stellst, die auch das Zögern beinhaltet, dann wird sein Zögern verstärkt und er sagt, ja, ich überlege es mir nochmal. Oft ist der Verkäufer auch glücklich, weil er hat ja nicht Nein gesagt, machen Sie das nur, ich entscheide auch nicht gleich und so weiter. Und somit hat man viele unerledigte Dinge und irgendwann mal hat man gar keine Zeit mehr neu anzugehen, weil ich die ganze Zeit brauche, um meine unerledigten Dinge wieder nachzugehen und oft stürzen dann Menschen ab im Verkauf. Und darum ist diese Wann-Frage so genial. Ja, wann hätten Sie es gern? Ab wann sollen wir das machen? Ab wann würden Sie gern davon profitieren? In dem Sinn, setz die Wann-Frage mehr ein. Dein Umberto Sachser.